know your enemy. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss Sie Ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe Ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei Doom 2016. Ja, hier sind wir im zweiten Kapitel. Alles schön ersichtlich, aber wie schon erwähnt im ersten Teil, ich werde nur durchrennen, hauptsächlich. Und, Hauptenergie ja. Offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Wenn ihr es nicht wollt, reinschreiben, das ist ja alles so fortlaufen. Dauert ein bisschen, aber klappt schon. Sollte klappen. Schnell. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ja, halt so. Ja. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. So, naja, wozu ein Scharfschützengewehr, ne? Geht ja auch mit der kleinen Pistole. Ne? Ziel Battlefield 12-facher Zoom Revolver. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Ja, mehr oder weniger. Brauche ich eigentlich nicht. Aber gut. Läuft schon. Ich glaube an Ehrlichkeit. Immer noch. Vor allem jetzt. Na dann. Die kleinen Zombies hier sind so. Ja, nee, das braucht man nicht. Eigentlich. Und da das Spiel aus Action besteht, so viel wie möglich geben davon, ne? Ui, ui. So. No. Ja.
Bevor ich die mal so kaputt mache, als Energie bringen. So. Einfach mal drücken. Wir von der USI sind stets um eine wachsende Gesellschaft bemüht. Naja. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erfahren haben? Fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Seelenernte. Das ist immer, immer von Vorteil. So, ich kann ja rüsten. So. Ja. Das ist schön, finde ich. Das sieht einfach sehr gut aus. Das ist der große, feine Unterschied. Beim neuen soll es ja wohl auch Phaser-Schwerter geben. Das wird auch noch interessant. So ein Plasma-Schwert vielleicht auch. Ich habe so ein Video gesehen. Aber was es jetzt genau ist, war, wird auf jeden Fall auch nicht schlecht aussehen. Zu Hause. Wenn du kommst, ist der Fahrstuhl da. Ja. Hoppala. Knapp. So. Immer noch. Ja, wunderbar. So, bevor wir lange reden, gleich ran dann. Wunderbar. Ah, ist schon fies, ne? Wenn die immer bei mir spawnen. Sich angefühlt, als wir die Weisheitszähne rausgezogen haben. Horror. Nein, es waren nicht alle vier auf einmal. Zum Glück. Das wäre ich echt auseinander geflogen. Aber hey, es waren zwei. Hat zwei Stunden gedauert auf einer Seite, auf der anderen eineinhalb. Da war was zu tun. Ja. Na toll. Oh, Entschuldigung, da ist ja keiner. Na? Die sich ab, was man eigentlich selber macht? Kam mir gerade echt so vor. Ah, Blutbad. Schön. So, natürlich. Im spielerischen Sinne. Aufzug.
rufen? Warum muss man die immer rufen? Kann man die nicht einfach bestellen? Ja, gut, bestellen ist auch doof. Ne? Gehen alle bei Amazon und bestellen ist man auch zu. Bis er da ist. Reservieren bringt auch nichts. Tja, was würdet ihr denn machen mit einem Aufzug? Also wenn ihr auf den Knopf drückt. Bestellen, rufen, reservieren, blockieren, ausschalten. Horrorspiel. Der hat ja schon nur ein Auge, jetzt hat er wieder zwei. Praktisch. Ja, Sarkasmus ist natürlich bei mir auch ganz schlimm. Na, richtig. Ja, also nicht alles vollkommen ernst nehmen, was ich sage. Das ist ganz schlimm bei mir. Ironie und Sarkasmus, ja. Zugang gestattet. Das ist ein heikles Thema. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Elastie-Ebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UIC, es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Achso, das war die Luftschleuser, ja. Okay. Ja, das ist auch, wenn ich nach Hause komme. Kurz vor der Nase haut er ab. Ja, wie es halt so ist im Leben, ne? Was schlimmer ist es beim Gassi gehen. Du gehst Gassi, es regnet nicht. Du bist auf halber Länge. Und auf einmal kommt die Sturmflut von oben. Das ist immer, ui, schon wieder. Immer das Gleiche. Du hast nur Pech. Andersrum wäre mir auch lieber. Ich gehe, wenn es regnet und es hört auf. Oh, sehr gut. Suboptimal. Zugang gestattet. Und ja, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Genau, man startet mit Regen und kommt trocken nach Hause. Das wäre schöner. Viel angenehmer. Wo waren jetzt wir zu? Egal. Ja. So. Weiter schon. So, nächste Schleuse. Das heißt, wie bei jeder. Ja, mal gucken, was noch kommt, ob da immer noch welche sind dann oder nicht. Aber dass es das jetzt fürs Zweite war. Und dass wir uns dann beim nächsten Teil wiedersehen werden. In diesem Sinne, macht's schön. Macht's besser. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum späteren Zeitpunkt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.